Industrie 4.0 ist für uns ein ganz wesentliches Thema. Speziell unsere Produkte im Automatisierungsbereich fallen ganz klar in diesen Trend. Das bedeutet, die Digitalisierung in den Produkten schreitet immer mehr fort. Der klassische Schutzschalter wird oftmals ersetzt oder ergänzt durch elektronischen Überstromschutz. Und da ist der Weg mit der Elektronik zur Digitalisierung durch den Einbau von Mikroprozessoren ein ganz kleiner. Den haben wir gemacht, sodass unsere Produkte mittlerweile voll digital sind. Wir messen, wir steuern, wir regeln, wir erfassen Daten und wir stellen Daten durch digitale Schnittstellen oder Feldbus- oder Kommunikationswege an übergeordnete Steuerungen zur Verfügung, sodass Industrie 4.0, wir sagen, wir sind mittendrin. Industrie 4.0, also die Digitalisierung unserer Produktion, ist für uns auch da der nächste Schritt. Das bedeutet, wir haben im Moment schon vollautomatisierte Fertigungsanlagen. Die sind mit Steuerungstechnik, komplexer Steuerungstechnik ausgestattet. Es fehlt allerdings die Schnittstelle in die nächste höhere Ebene ins Unternehmen, in ein MES oder in ein ERP-System. Wir haben jetzt eine Anlage in Vorbereitung, die wird Ende dieses Jahres in Betrieb genommen. Da sind wir sozusagen voll digital, voll Industrie 4.0. Das bedeutet, dort machen wir Prozessdatenerfassung, dort nehmen wir Messwerte auf, stellen die über Schnittstellen an die nächstgelegene Ebene entsprechend zur Verfügung und können dann das Thema Prozessoptimierung, ne, wir kriegen eine höhere Prozesstransparenz und können dann auf Störungen besser eingehen. Man kann sogar darüber nachdenken, bis zu, ich kriege Daten aufs Handy und wenn ich eine Störung habe, kriege ich automatisierte Informationen. Sodass das für uns der nächste Schritt ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite für uns eine gute Möglichkeit, natürlich unsere eigenen Produkte, die wir für Industrie 4.0 im Moment schon verkaufen am Markt, entsprechend einzubauen und unseren Kunden dann in unserer eigenen Anwendung zeigen zu können. Wir sagen ganz klar, die mechanische Komponente, die wird bestehen bleiben, weil die Anforderungen nach wie vor in diese Richtung gehen. Und wenn wir über Trends, neue Technologien wie hohe Gleichspannungen nachdenken, die Elektromechanik nicht wegzudenken ist. Jedoch nimmt der Grad der Digitalisierung und der Trend der Elektronik immer mehr zu, sodass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren schon davon ausgehen, dass der Anteil unserer Geräte, die voll digital sind, ja, die mit Elektronik ausgestattet sind, noch mehr zunehmen wird. Wir werden uns noch mehr mit dem Thema Anbindung an Feldbussysteme oder an digitale Kommunikationswege beschäftigen und wir werden vielleicht noch näher in das Thema Steuerungstechnik rücken, sodass für uns diese beiden Wege parallel verlaufen werden.